Ja, wo hängen jetzt die auf? Und eben da. Jetzt. Ich brauche ein bisschen Arbeitsfläche. Müssen wir das weghängen da? Haben zwei Schallplatten gefunden. Und jetzt Sideboard. Noch nie benutzt. Von Nachbarwand. Das tun wir jetzt mal abfahren. Dann schraubt man den ganzen Rotz dahin. Also, das ist die Halterung für die Batterie. Da haben wir die Halterung. Und die Weihenwärter klatscht man da rein. Aber davor kommt davor quer das Sideboard. Ja, soll da noch was ausschauen, oder? Jo, wird schon. Da noch vier Schrauben rein. Dann kann ich die Halterung festmachen. Unten machen wir noch Querstreben. Ja, Heftel. Ja, aber das halten schon 100 Kilo aus. Also der Wechselrichter hat ungefähr 50 Kilo und das hat auch 50 Kilo. 100 Kilo. Auf zwei Sehne Schallplatten. Kein Thema. Das hat meine statische KI mit meinem Kleinhirn schon alles ausgerechnet. So, Beilagscheibensortiment wird schon langsam dünner. Wozu die Spax dazu passt, das muss ich schon kleine hernehmen. Der bricht da fast hin, der Schrauber. Jo, aber das passt schon mal, weil da. Fokus, wo bist du? Jetzt sag, komm. Eieiei. Und? Ja, gut. Nimm jetzt doch mit der Wurstfug. Da, frischer Lack vom DIY. Duck. Perfekt. Schau hier. Da, ich bescheiß nicht. Da. Ja, bin ich nicht hier schon, warte mal, jetzt muss ich selber hier schon. Ja, da fuck jetzt noch ein wenig. Aber wenn er dran hängt, dann geht es sowieso noch ein bisschen nach unten, weil da habe ich noch ein bisschen Luft, kann ich noch ein bisschen drehen, das Ganze. Schauen wir mal. Aber so schaut es schon mal gerade aus. Gerade schaut es aus, wollte ich sagen. Genau. Oh Gott, jetzt kommt das Teil, das mal das Teil. Muss jetzt da rüberheben, am besten mit den Kabeln. Das tue ich nur runter. Sicherung ist schon raus, da ist auch schon alles ausgeschüttet. Da ist auch aus. Also Anschlusskasten werde ich nur aussichern. Uiuiui, das wird ganz schön heftig. Steh dir nicht so Klaus. Ich bin bereit. Dieser Kasten kommt jetzt daher. Unfucking fassbar. Ja, irgendwo waren doch da Löcher zum Festschrauben. Genau, da muss ich noch Schrauben reinmachen. Mit dieser Druck. Dann müsste das Loch auch noch auftauchen. Ja, das passt schon. Schön eingehängt. Wunderbar. Schließt man gleich mal wieder an. Lass mal, ich muss die Batterie noch hier hängen, gell? Zack, die kommt daher. Weil dann habe ich da einen Schalter frei und bei der Batterie habe ich rechts die Anschlüsse. Genau, da muss ich dann nirgends mehr rein. Habe aber trotzdem noch so einen Spalt ungefähr so. Haben wir noch Luft dazwischen. Das soll jetzt eigentlich gelangen. Ja, endlich kann ich mir auf das Display drauf schauen. Wunderbar. So, bei der Batterie. Da müssen wir jetzt hinten nochmal eh noch anschrauben vorher. Die da. So eins. Hoppala. So rum geht's. Da eins her. Und da unten eins her. Und jetzt messen wir nur schnell aus, dass ich ungefähr mit der Oberkante bündig wäre mit der Batterie. Mit dem, wie weit das wieder rauf muss. Genau. Thank you.
Tja, ob die Pfeile da was zum Sagen haben, die wir da drin haben? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ganz genau gleich, das Blech. Ob es jetzt nach unten macht, die Pfeile, oder nach oben. Egal. Ich sehe keinen Unterschied. Genau, jetzt schauen wir aber erstmal, wo ich hin muss von der Höhe. Dass eben mit der Oberkante Batterie gleich wäre. Wenn das noch möglich ist. Aber ich sehe keine Pflicht. Ungefähr gleich so, dass ich ausschaue. Gell? Muss ich was hermachen. Oder auch nicht. Rein da. So schaut es aus. Jetzt kommt unten nur Sonne. Und dann schraubt man das Blech noch an. Ja, mit der Lithium-Batterie. Darfst du eh was machen? Kannst du ja auf dem Kupfer legen. Wurscht. Weißwurscht ist. Solange du es nicht austuselst, ist es eh wurscht, wo für Lage das hat. Genau, jetzt misst man diesen aus. Die Oberkante, der Oberkante zusammentrifft, dann schraube ich das Blech an und hänge die Batterie da an. So schaut es aus. Jetzt kommt gleich die Stunde der Wahrheit. Da bin ich mit dem Schramm drüber. Das muss eigentlich genau passen vom Ausmessen. Jetzt schauen wir mal, wenn wir es einhängen, dann ist es genau, dass das passt. Wo ich einen Flucherer tue und dann Cheaten tue und das einfach versetzt und danach so sage ich so gleich passt und so. Nein. Können wir ja komplett nachvollziehen. Zeige euch, dass der Schraum da oben und auf liegt. Danach auch. Jetzt hänge ich nochmal die Batterie, meine. Ich habe es gerade probiert. Die ist ganz schön schwer. Die ist viel schwerer wie der Inverter. Oh mein Gott. Ja. Okay, ich probiere es nochmal. Was ich gerade noch gesehen habe, da haben noch Sicherungen, wenn es eingehängt ist, muss man ja da runterschrauben, dass du das nicht mehr aushängen kannst. Schrauben fehlen. Die fehlen. Oh, furchtbarer Shit. Da muss ich wieder suchen gehen. Weil das sind die anderen Sachen, wo noch dabei waren, die ganzen Tübeln, die waren dabei. Aber die Schrauben fehlen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kann die Batterie nicht in Betrieb nehmen. Ach, ich wollte bloß ein wenig schmatzen, aber ich muss jetzt das tun da aufheben. Oh. Das hat echt 60 Kilo, das Ding. Nein, ich schaff's wirklich nicht. Ich hab's schon probiert. Von auf da auf und von da aus wieder weiter aufheben. Komm bis ungefähr da her. Und die Stickel. Da müsst ihr nochmal nachgelungen. Ich komme noch nicht auf. Ich schaffe es nicht. Mit ihrem kann ich es schaffen. Mit dem Backerl oder? Ja, mit dem Backerl. Ja, aber da muss ich ganz langsam bewegen. Das geht mit dem. Das ist ja kein Kinoteil. Der lässt sich schon sauber bewegen. Boah, jetzt da herfahren, das geht nicht. Dann muss ich das ausräumen. Kein Bock. Ich muss noch mehr probieren. Ich werde da noch ein bisschen mehr staffeln und versuche da noch mehr was hinzustellen, dass es da drauf steht, die Batterie. Und von da aus unten noch umschieb. Das sollte eigentlich gehen. Ja, die stehe ich hier. Die alte Wind. Kennt ihr noch? Da war der Knochen drin zum Schalten. Da ist das Häpsel, das habt ihr nicht gesehen. Kunstwerk. Einfach ein kleines Bammerl umgeschnitten. Das ist da eingepasst. Genau, aber die steht jetzt da hin. Und dann kann ich die Batterie bis daher aufheben, dann steht es da. Und dann kann ich so unten den letzten halben Meter auch noch in den Tisch um. Das müsste gehen. Bis gleich. Erster Winner ist schon mal da. Ist das ein Monster. Also. Von KW nieder, aber vom Gewicht her schon. Und jetzt schiebe ich das letzte Ding noch auf, da kann ich nicht gelangen. Genau. Das soll der Tiefer. Ja, mit Technik, gell, was man da alles machen kann. Taktik. Ich sag's dir. Das ist jetzt wirklich eine schöne Wand. Kann man nicht meckern. Da haben wir sogar gerade eben. Also ohne Cheaten,
Das ist sowieso Quatsch, ich hätte nie wieder abgebaut, die Batterie. Siehst du das? Genau passt. Man muss einfach richtig messen. Und ungefähr 2 Mikrosekunden brauchst du dein Hirn und dann passt es. Und im Wasser schaut auch gut aus. Schauen wir mal. Ja, der Fokus passt nicht, aber das Wasser schon. Ja, passt schon. 2 Meter schief, alles. Alles gut. Jetzt stecken wir mal wieder alles an. Da haben wir ja Batterien. So. Haben wir ja C-Plus da sauberne Kabeln mitgeliefert. Stecken wir das da wieder an. Oder probieren wir mal, wenn wir ein paar Kehr drum anstecken, was dann passiert. Sag's nicht. Böckchen. Was ist dran? Da geht es zum PC, die Messsoftware. Das ist, geht zum DIY, der Batterie ausliest. Beziehungsweise, das geht jetzt erst einmal da hoch, weil das weiße Kabel geht dann in die DIY rein und ich zwirbel das an das weiße Kabel. Und vom weißen Kabel kommen nur die RS485, die Modbus-Kabeln da rein. Genau, und da löse ich quasi mit dem Notred den DIY aus. Jo, dann schauen wir mal, haben wir wieder alles provisorisch angesteckt. Ich muss das noch ein bisschen verbessern, aber jetzt einmal die in Betrieb nochmal, die erneute. Und wir sehen gleich nichts. Also, doch, da. Solarstrom betreibt schon mal den DIY. Nix, Segler. Wir haben ja kein Netz eingeschalten und keine Batterie. Batterie müssen wir auch noch aktivieren. Okay. Und leider können wir ja nicht laden, ohne dass wir den Off-Grid-Betrieb haben, scheinbar, wenn ich aus dem Netz draußen bin. Genau. Also wenn ich nicht im Netz bin, dann muss ich leider den Off-Grid, den Inverter einschalten, damit ich von Solar die Batterie laden kann. Schauen wir mal, ob schon was geht. Nö. Ich glaube, der braucht da über die Zeit, bis er anfängt. Schauen wir mal. Das ist schon Spannung drauf. Sollen wir mal prüfen. Halt nicht. So. Und? Ach, der lässt sich wieder betteln, der Tier dabei, ha? Willst du eingeschalten? Jupp. Komm. Lade mal. Ah. Entladen tut er. Schau noch nicht an. Die ist oben aber nicht gewählt, gell? Kannst du das zum Solarstrom holen? Nein, das dauert wieder lang. Irgendwann müsst ihr da doch einmal das Ladezähne finden. He? Hat den Strom eingeschalten und haben wir ja gesehen, wo die Batterie aus war, dass der vom Solarstrom das Display betrieben hat. Jetzt ist er, mein Gott. Ich glaube, ich komme gleich was. Man sieht es gleich da oben. Hoffe ich mal. Irgendwas ist geklickert. Jetzt ist er. Mein Gott. Der Herr ist auch schon beim Arbeiten. Okay, 1,63 Kilowatt. Was kann man lassen? Und? 30 Ampere. Ja. Gut. 92%. Okay. Ja, jetzt habe ich es erst einmal umgerüstet, die Batterie, gell? Und da werde ich jetzt dann einmal ein bisschen was vorstellen, schätze ich mal. Weil ich wollte eigentlich auch selber nur ESP-Software schreiben dafür.
Ja, beide, weil ich muss jetzt für die C+ auch eine neue Software schreiben, weil das ein neues BMS drin hat. Und ich werde die Batterie da dran auch öffnen, dann können wir uns die mal anschauen. Der Andi von Off-Grid Garage, der hat eh schon mal andere Polo hergezeigt. Ha, genau das gleiche Teil. Hat auch diesen Feuersensor, der wo quasi im Deckel verbaut ist. Und die C+ kann, dieses neue BMS kann auch dann ausschalten, wenn der auslöst, genau, wenn es zu heiß wird. Aber bei der Batterie, also die Batterie kenne ich jetzt nicht so. Aber ich habe es schon gesehen bei der Off-Grid Garage, dass das so ein kompaktes Teil ist, das wo man einfach nur reinwirft und anschließt per Stecker. Und dann hast du halt ein BMS-Gehäuse und eigentlich alles kompakt. Das ist noch viel gebastelt. Aber was ich gut finde, dass der so einen Release-Anschluss hat, die Sicherung. Da kann man quasi bei Fernzündung auch auslösen, die Sicherung. Und die Fernzündung ist auch über das BMS, das was da verbaut ist, angeschlossen. Und könnte sogar ein Beispiel bringen, wann der auslöst, das werde ich auch machen. Genau. Und so die Kabeln, wo es da mitgeliefert worden hat, oh, die haben schon brutal hochwertig. Alter, die haben so richtig Silikonkabeln und voll. Ah, oh, ich mag's. Ich mag's also. Ich glaube, das gibt es gar nicht bei uns für Qualität. Bei uns in Deutschland kriegst du die andere chinesische Qualität, aber das ist schon richtig hohe Qualität. Oder? Das habe ich noch nie gesehen, dass man das irgendwo bei uns kaufen könnte. Also bei Amazon sicher nicht. Genau. Also, allein schon, wie sich das da birgt. Wie es fällt. Das ist ganz anderes Kabel. Voll hochwertig. Ja, genau, das war's jetzt einmal. Jetzt habt ihr es gesehen, die zwei Kandidaten. Und werden wir in Zukunft noch öfter sehen. Vielleicht sagt ihr mir, was ihr genau wissen wollt. Vielleicht weiß ich da schon was. Kann ich vielleicht ins nächste Video mit einbauen? Ja, okay, das war's. Erst einmal schaut unten in der Videobeschreibung, da ist das Blackout-Solar, dass der da auch mal wieder ein paar Klicks kriegt von mir. Sonst sagt der, Herr Klaus, schick mal den Tier weit zurück. Ja, mach ich aber nicht. Vergiss es. Ja, vielleicht doch. Ich weiß nicht. Ja, gut. Macht es gut. Schönen Sonntag noch und für dich. Wie ich schon gesagt, scheiß drauf. Nur mehr. Zwei mehr besser. 5,5 cm brauchen wir da noch. Genau. Ha, genau, 5,5 cm. Das stopft mir jetzt da rein. Und bückt sich die Batterie da nicht so durch. Nee, war ein Scherz. Hat nicht passt. Genau, und jetzt alles gut, kann ich runterfahren, das Hätsel, und der liegt da unten auf dem auf. Dann kannst du das da oben nicht so biegen. Also ein bisschen wackelig ist die Halterung schon, aber sollte eigentlich reichen für normalen Hausgebrauch. Genau, aber das muss man natürlich schon noch, wenn man an der Wand anschraubt, vielleicht unten nur bedenken, dass man da vielleicht noch ein Holzstück an die Wand ranschraubt, dass das dann da aufliegt, dass man da nicht, wenn man vorne andrückt, da alles verbiegt, genau. Würde dann noch ein Brett, wenn es an der Wand dran ist, an die Wand schrauben und dann erst die Batterie ranhängen. Dann passt das. Und das ist eine gute Sache. Für dies gelangt es, also wenn ich mir jetzt da nicht hänge an die Batterie, ich schätze mal, dann wird es so windig, die Halterung. So groß statisch ist jetzt nicht berechnet worden. Das sagt mein hinteres statisches Kleinhirn. Die KI da drin sagt es. Wiederschauen. Oh mein Gott, Hauptsache Content gemacht, oder? Nein, jetzt, was ich jetzt nur mehr erklären muss, glaube ich, ist mit dem RS485 Kastel. Und zwar, jetzt sage ich es mal ganz einfach. Diese DIY liest die Batterie direkt aus. Ich bin mit dem Kabel, wo ich die Batterie ausliest, aber mit der 8 Pins vergeben, dieser RS485 Stecker. Und zwar haben wir da bis daher gegangen. Da habe ich alle 8 Pins noch drin und da haben wir 2 Pins abgegriffen. Weil die 2 Pins,
Zwei Pins gehen zur Batterie. Und zwar mit dem Kabel gehe ich ja wieder zurück zur Batterie. Und deswegen haben wir hier erst die zwei Pins abgegriffen. Also das läuft nicht in das Kastel rein, das geht direkt zur Batterie. Also ist der da direkt mit der Batterie verbunden, halt über einen Umweg, ist eh klar. Und das andere Kabel hat nur mit zwei Pins. Insgesamt habe ich vier Pins verbraucht. Bei diesem Erdertrümmerwertstecker haben wir auch Pins, aber vier Pins. Einmal CAN-Bus, AB und einmal haben wir dann das, nicht CAN-Bus, AB, Low and High ist CAN-Bus und RS-Jacht-5 haben wir dann das AB, das geht ja praktisch zur Batterie und CAN geht direkt da rein. Na, jetzt habe ich es wieder verhaut. Nein, nein, der CAN geht nicht rein. Der CAN-Bus. Oh Gott, jetzt komme ich gar nicht mehr an Schuss, glaube ich. Moment. Okay. Mit dem, der CAN-Bus, die zwei Pins, gingen an die Batterie. Über diesen Umweg. Dieses Gerät direkt zum PC. Zu dem da, wo der Bildschirm hieß. Da läuft eigentlich bloß der PC da drinnen. Ab und zu muss ich dann trotzdem neu starten, weil er abkackt, keine Ahnung warum. Aber den werden wir noch tauschen. Das war mal Abfallprodukt von meiner alten Firma. Ja, aber da kann ich nichts reparieren, weil da kannst du nichts nachkaufen. Den Bildschirm kriegst du nicht ranzeln, gar nichts. Und wenn, dann macht es eh keinen Sinn, weil der PC abbraucht, abschmiert. Genau. Und die Modbus-Verbindung geht in das Kastel vom DIY, weil die Modbus-Verbindung liest mir mit dem Node-RED aus. Und das Node-RED, die Modbus-Verbindung geht ja über RS-85 auf TCP und Node-RED ist auch auf dem da drauf. Und ich hole mir dann quasi die TCP wieder auf Modbus zurück im Node-RED. Und holen wir die Daten aus dem DIY raus. Genau. Zu den Daten, da werde ich wahrscheinlich auch noch was sagen, weil das ist nicht ganz so trivial oder nicht. Also, was der an Daten bereitstellt, ist ab und zu auch überhaupt nicht erklärbar. Nur rätseln kann ich da. Und deswegen werden wir die Batteriedaten auch von dem nur mit direkt rauslesen. Macht mehr Sinn, sich auf diese Daten zu verlassen, weil die können ganz, ganz selten und nicht zuverlässig. Ich habe es an zwei Stellen gefunden, die Batteriedaten, aber alle zwei Stimmen und nehme mit denen überein, was da haben. Also sind das zwei Stellen, wo er intern am DIY misst. Hat nichts mit den Daten zu tun. Das Einzige, wo gleich ist, bei einem Datensatz von den Batteriedaten, ist der SOC. Aber bei dem anderen stimmt er wieder nicht. Also, I don't know. Ich hole mir die Daten von dem nur mehr extra, schreibe nur ein kleiner USB-Controller für das BMS3 und für den gibt es auch einen ESP-DIY-Controller. Oh, da habe ich aber schon weit vorgegriffen. Vielleicht vergisst es wieder, wenn ich es nicht auf 3 kriege. Ich habe 3 kriegen durch Schuhe von der Zeit her und von der Muse, bis du wieder reinkommst in das ganze Ding. Dauert irgendwie und ich bin momentan ein wenig eingespannt. Genau. Also, wahrscheinlich bin ich da länger eingespannt. Ja, da muss ich wieder ein Schlupfloch finden, wie ich mich da mit meinem privaten Zeug auch noch beschäftigen kann. Genau. Das kriegen wir schon hin. Also, jetzt ist es aber soweit. Jetzt sage ich wirklich für dich und schaut unten in die Videobeschreibung zum Blackout. Jetzt mal draufklicken. Macht es einen wahnsinnigen Klicks. Wiederhören.